Herzlich willkommen zurück bei Trine 2. Wir sind gerade aufgestanden, haben schon mal so ein paar Larven aus dem Boden gekramt und haben die zum Frühstück gegessen. Wir haben nämlich sehr viel Bear Grylls geguckt. Kennst du Bear Grylls? Nee, du? Kennst du nicht Bear Grylls? Nein. The Last Survivor, der immer sich irgendwo abwerfen lässt in irgendwelchen unwirtlichen Gegenden doch. Ja. Der kämpft auch mit Alligatoren, glaube ich, ne? Nee, der kämpft nicht wirklich mit Alligatoren, aber der isst so alle möglichen Sachen und trinkt sein eigenes Urin in der Wüste. Aber er will ja auch überleben. Ich finde den ja gut. ich auch. Aber diese Urinsache würde ich doch bevorzugen, nicht machen zu müssen, okay. Ja. Geht mir auch so. Wie kommt man denn da nach rechts da drüber? Ja, darüber? Das frage ich mich auch gerade. Aber ich befürchte fast, dass wir erst einmal unten weiter müssen und dann kommen wir wieder hoch, oder? Nee, das sieht hier nicht so aus. Dammit. Wieso? Hier unten geht's doch weiter. Ja, da unten geht's weiter, aber dann kommen wir nicht mehr nach oben. Meinst du nicht? Könntest du natürlich recht haben. So, ich versuche mal was. Oh Mann, jetzt verschiebt er mir wieder hier alles. Ja, was denn? Das ist doch alles... Ich halte das hoch. Guck mal hier. Mit deinem Dötz. Dem hier. Guck ich, mal. Aber das könnte... Ja. Schwierig. Irgendwie bräuchte man jetzt... müsste ich mit unserem guten Kokos oder Pokus mehr Kisten noch bauen. Dann könnte man da rüber. Aber so komme ich da nicht rüber. Vielleicht musst du das mal machen, ne? Unter Umständen. Ich guck mal gerade, ob hier irgendwo was ist, wo man sich dran... Nee, ne? Nichts. Dammit. Die Sachen haben. Was macht man jetzt bloß? Ich will die Perlen haben. Genau. Ah, habe ich ja übrigens hier auch in den Kommentaren gehabt. Und da haben sie mich gefragt, ob ich denn... jetzt ist vorbei. Jetzt kommen wir da oben nie wieder hin. Schade. Alter, so lange wie wir nach unten fallen, wir müssen irgendwann in China ankommen. Oh, ich wollte den haben. Ich hab's zuerst gesehen. Mein Schatz. Aber da hier ist doch einer gewesen. Ha. Und was stand dann jetzt? Das ist wieder ein Zahnrad. Was stand denn jetzt? Ob wir eigentlich immer noch drei Fragezeichen hören. Und wir müssen ja gestehen, dass wir beide so Spielkinder sind. Und ich höre die immer noch hin und wieder ganz gerne. Du auch, ne? Ich auch. Mhm. Auf jeden Fall. In den Höhlen hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Doch haben Soja und Amadeus ihn überredet, sie nicht zu essen. Ach komm. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrank gebraut hatte. Das hatte in der Tat kein gutes Ende genommen. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Tja, der Pontius, ne? Immer so ein... Alter Pilzefresser. Eine wunderschöne Morgendämmerung. Wüste. Es sollte jetzt nicht mehr weit zu Rosabels Schloss sein. Sieht echt schön hübsch aus, Wüste wieder mal. Eine Wüste mit viel Wasser, ja. Weißt du, was ich mache? Ich drücke jetzt mal F4. Und dann? Sollte ich einen Screenshot haben davon. Von diesem schönen Strand. Oh, hier ist es ja richtig tief. Kann man da runter? Du baden? Ja, ich gehe nochmal tauchen sogar. Ey, Alter, das ist ja wie in der Karibik hier. Ja, wo sind denn die Rochen und die Haifische und... Wie haben die denn das mit dem Licht gemacht? Unfassbar. Da oben in den Bäumen sind ein paar große, haarige Früchte. Die heißen Kokosnüsse. Oh, da sind das also ein paar große, haarige Nüsse. Nein, es sind Früchte. Sollten sie dann nicht Kokosfrüchte heißen? Vorsicht! Ich weiß es nicht. Der macht überhaupt gar nichts, der Typ hier. Oh, man kann sich auf den draufstellen. Ha, das ist lustig. Komm mal her, der arme Kerl. Geil. Wie der strampelt auch. Sehr gut. Bei meinem Fliegengewicht passiert das auch. Vielleicht kann man ihn irgendwie irgendwo für benutzen, wahrscheinlich. Ich möchte hoch noch. Oder, ja, du kannst auch einfach das Ding, glaube ich... So machen wir das doch einfach. Machen wir das Ding hier wieder weg. Greift das denn auch an? Oder gar nicht? Nee, irgendwie nicht. Das arme Vieh. Bam, bam. Ah, doch, jetzt habe ich das abgekriegt. Ja, der wollte dich gerade angreifen. Wirst du wohl aufhören, den Pontius anzugreifen? So, und du hast jetzt was gemacht? Du bist jetzt einfach weiter? Einfach weiter.
Und hast du mal geguckt, was hier unten noch so ist? Da ist nämlich auch noch Zeug. Oh nein! Ich habe unseren Überweg zerstört. Aber ist nicht schlimm, ich habe auch gleich schon wieder repariert. Wow, Hilfe! Ah, ha, ha, ha. Geil, hier sind so, das sind eigentlich so Fische, die so in der, wie heißen die, in der Tiefsee sind. Und ah, die sind echt? Lauter Explosionsfässer. Oh, die will ich aber auch sehen. Und ein Käfig. Au. Die so. Sind ja echt cool. Ah, da ist noch was. Da ist noch was. Ich man darf auch nicht vergessen, Luft zu holen, ne? Ja. Hier müsste man da irgendwie... Ah, ich hab's gekriegt tatsächlich. Sehr gut. Ja, aber wirklich alle Elemente auch jetzt hier, alle Register gezogen, um die Welten schön zu machen. Aber das kannst du mal laut sagen, ey. Ich bin echt immer wieder beeindruckt. Ich bin am Speicherpunkt. Ja, das ist ja wunderbar. Mhm. Und wenn ich hier, wenn der weggehe, dann geht das wahrscheinlich wieder runter, ne? Ja, dammit. Keine Ahnung. Alter, ich habe keine Ahnung. Ich weiß überhaupt gar nicht, wovon du sprichst. Aber ich habe eine Idee. Gib mir mal die Soja, bitte. Da. Vorsicht, Rums. Ah. So, das kommt auf das erste. Und der zweite, da kann ich ja hier so eine Kiste draufpacken. Oh, jetzt ist hier schon wieder so ein scheiß Ding, was man irgendwie sich extra holen muss. Guck mal oben derweil, ob da noch irgendwas Spannendes kommt. Oh, hier ist aber auch noch was. Nein, ich bin runtergefallen. Da sind wir bald auch schon wieder Levelaufstieg. Ja, bald, aber noch nicht jetzt ganz nah. Soll ich auf dich warten? Hier sieht's aus wie eine Arena. Ja? Hier laufen gerade 30 Orgrömer auf, die sich gegenseitig mit Götterspeise beschmeißen. Geil, aber komm, ich schnell will gucken. Aber ich will noch hier die. Ah. Ich hab's nicht hingekriegt. Meine Geschichte stimmt auch ehrlich gesagt gar nicht. Was? Du hast gelogen? Ja, ich wollte dich nur anlocken. Aber hier oben ist noch so ein. Oder hast du das? Haben wir das bekommen? Nee, da oben ist noch so ein scheiß Ding. Ich weiß aber nicht, wie man da hinkommt. Ich sehe das Ding nicht mal. Hier links oben. Gib mir mal die Soja, bitte. Ich habe derweil noch ein anderes geholt. Hier oben ist auch nichts, wo man sich festhangeln kann oder so. Ist ja unangenehm. Ich könnte hier zwar noch eine zweite Kiste drauf zaubern, aber ich glaube, ich sehe vor allen Dingen überhaupt gar nicht, was du meinst. Naja, hier oben ist halt noch was oben drauf sozusagen. Das hält doch nicht hier, ne? Oben drauf ist noch was oben drauf. Naja, also hier bei diesem Hängeding. Nein, ich hätte es beinahe gehabt. Ich könnte kotzen. Oh, verdammt, ey. Ich doch nur wüsste, was der Rumpel will. Ich muss das hier nochmal besser machen. Oh, danke. Ja, sorry, aber da ich will das jetzt haben. Ja. Schon gut. Seid ihr verziehen? Setz mich mal zum Essen ein, ne? Ja. Ich schuld dir, glaube ich, sowieso noch ein Essen. Echt? Du wolltest doch mal vorbeikommen auch. Also in Real. Ich war doch gerade erst da. Wir haben ja zusammen studiert, der Mädai und ich. Ah, da jetzt nach oben. Jetzt spring mal nach oben, dann kriegst du das jetzt. Ah, was? Da. Ja, ich hab's gesehen. Jetzt habe ich es auch wenigstens endlich mal gesehen. Oh Mann. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ja. Ja. Ich hab's gesehen. Gut gemacht, Rumpel. Ach, Gott, das war mir jetzt ein Anliegen gerade. Ja. Endgegner. Ich will die Soja. Gib mir die Soja, bitte. Danke. Kann ich nicht mit deinen Explosionspfeilen, die sind doch sehr, sehr hilfreich hier. Ich bin tot. Wow, was? Ich bin der Einzige? Oh ja, du bist der Einzige. Oh, und jetzt auch noch mit dem tollen Hokus. Ah, ne, da bist du ja Hokus. Ha! Ich hab den Großen aber der andere hat ihn wieder rausgeholt. Oh, dammit. Die befreien sich immer wieder. Das ist ja doof.
Sieht aber nicht gut aus für uns. Nee, aber ich brauche mal eine Taktik. Ich muss die irgendwie... Du musst abhauen wieder. Naja, dammit. Ich hätte die jetzt nacheinander einkerkern und dann irgendwo anders hinbringen können, aber... Egal. Jetzt egal, ne? Wir waren jetzt gerade nicht vorbereitet, so. Zack, der ist schon tot, guck mal an. Was? Ich bin vor allen Dingen auch schon tot wieder. Alter Schwede, die sind echt fies, diese Goblins. So. Hab ich aber echt jetzt mal so gar nicht mitgekriegt. Na, mir geht's nicht gut, ey. Naja. Bist du so eher der die Sache, das Glas ist halb leer Typ oder was? So, wie kriegt man denn die oben dann noch? Da sind doch noch Goodies oben. Die kriegt man wahrscheinlich nur mit der Soja. Ja, die ist tot leider. Wenn Windows noch so für Standardspiele, die ich spielen könnte, jetzt wo der Rumpel da wieder alleine rumdaddelt. Hey. Solitär spiele ich tatsächlich auch gerne. Ich mache mal ein Let's Play von Solitär. Ich wollte schon mal eins von Mau Mau machen. Vielleicht können wir das ja im Multiplayer machen. Wir machen LPG Mau Mau. Was hältst du davon? Ja, geil. Geil, bin ich dabei. So. Mensch, ärgere dich nicht. War auch schon mal im Gespräch. Ja? Übrigens. Ja. Da drüben ist der Speicherpunkt. Da muss ich jetzt nur noch hin. Ja, dann mach das doch mal. Ja. Da bist du wieder. Ah, eine Soja. Eine Sojasprosse. Alter, jetzt wird's aber unangenehm. Wieso denn was denn? Oh, ich bin der ganzen Geschichte hier ist wieder ein Rohrzauber zu lösen. Ja, aber ich will doch erst noch mal nach oben gucken, oder nicht? Ich will der Zauberer sein. Ach so, meinst du, hier geht's weiter, oder was? Hier, bitte, bist du Zauberer. Aha. Ich nehme mal Soja. Soja. Vorsicht, Explosionsfall. Ja, danke. Ne, hier ist tatsächlich nichts mehr. Ja, nicht. Aber warte mal, aber vielleicht... Oh, was ist denn das für eine fiese Konstruktion hier? Das ist ja unangenehm. Oh. Aha. Ich, I see what you are planning. Ja, yeah, but it is not going to work this way. Aua, die Zahnräder machen dir Schaden. Was? Ich mag Zahnräder. Ah, da müsst ihr ja in einer der vorigen Folgen mal nachgucken. Oh, die geht doch nicht runter. Da kann man doch nicht runtergehen lassen, sowas. So eine Scheiße. Hast du Scheiße gesagt schon wieder? Nee. Ich mag Zahnräder. Ich mag Zahnräder. Also hier pustet es da einen hoch, aber... Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Teufel. Doch, das lass doch mal so. Das könnte sogar funktionieren. Huch. Was macht der da? Ja, ich hab's geschafft. Ja, Wolliger. Und war das was schwierig? Oh, eine Taube. Oh, Wasser. Oh. Dammit. Ich mach schon wieder alles aus Versehen von selber. Ja. So ein Ding. Und brauchtest du eigentlich die Luftschleuse dafür? Ich weiß es nicht. Ich bin aus Versehen irgendwie viel zu schnell weitergegangen. Wow, nein! Hier ist so ein Tiefseefisch. Der will mich fressen. Und ein Stuhl! Hier hängt ein Stuhl mitten im Wasser und schwebt so rum. Nicht schlecht. Ja, ist ja Holz. Ja. So, wo ist eigentlich dieses verdammte Schloss? Ich höre schon wieder Goblins. Ja. Ich hatte leider noch keine Zeit zu rüberzukommen. Oh Mann, jetzt lass mich doch auch mal die Scheiße spielen. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ja, aber da kann ich nichts dafür. Mach mal hier den hier weg. Welchen denn jetzt hier? Den großen? Oh, ich bin tot. Ah, ich glaube, ich habe aber die vermöbelt ganz ordentlich. Ah, Vorsicht, da ist noch einer.
da, nimm das, du Ratte! Du Bastardo! Platt! Ah, hier, guck mal, jetzt können wir wieder die Soja und dann kann ich mal hier... Hier ist auch noch ein Wässerchen, wo man tauchen kann, vielleicht? Ja, da bin ich schon durchgetaucht. Oh, man kann wirklich tauchen. Ah, oh, hier, guck mal, ein Stuhl! Der schwebt im Wasser! Ey, du alter Nachahmer! Ich hab grad voll das Déjà-vu! So, können wir da nach oben endlich hin? Hier? Ja, das sieht doch sehr danach aus, als könnte man... Oh, hier ist schon ein Geheimnis! Schieß eigentlich gerade immer die... Ja, ich mach mal gerade nochmal hier so ein Gedicht auf. Ja. Ein Sammlergemälde. Die Krönung einer der Schwestern. Und da war die andere bestimmt eifersüchtig. Ich sag ja, verzogene Blagen. Ja, ja. Stürzen das ganze hübsche Reich in Ungnade. Ja. Oh, schon wieder Goblins. Jetzt, du gehst aber drauf mit einem Explosionsfass, mein lieber Goblin. Bumm! Ja, ich geh drauf vor allen Dingen mit, war ich das? Was, da unten ach, ist, ich bin das. Ja, bist du da, tauchst du da gerade? Ich tauche gerade. Und, ist da was? Bislang kann ich nichts erkennen, nein. Boah, nee, das ist nur ein Aquarium. Nur ein Aquarium? Ey, boah, wie geil hätte ich das als Bildschirmschoner. Wie Pontius die ganze Zeit von rechts nach links schwimmt. Das ist ja super. So, ich versuche jetzt mal hier, oh, hier ist es ja keine Chance, hier durchzukommen. Ey, wie schön, guck mal, was für ein schöner Bildschirmschoner. Oh ja, das stimmt. Aber wenn Soja nackt wäre, fände ich es noch besser. Ja, schon, aber Pontius ja, schon. Dann auch. Ja, schon. Oh, Pontius dann aber kommen. Auch. Ja, klar. So ein kleiner Magiepimmel, der dann da so immer hin und her schlawenzelt. Ja. So, kommen wir jetzt vielleicht einfach so hier hoch. Nee, warte mal, Pontius sind doch die beiden Roboter. Achso, stimmt. Pontius ist ja der Soldat. Wieso eigentlich Roboter? Oh, weiß ich auch nicht, aber ich find's gerade selber sehr lustig. Ah, oh, ich fand's so lustig, dass ich... Oh. Dammit, ich bin tot! Mann! Oh. Ah! Sag mal, müssen wir hier eigentlich rüber? Ja, aber das ist nicht so einfach. Mann, 1-2. Oh, verdammt, und ich habe noch nicht mal hier 1, das 2. Ah, das ist ja unmöglich. Warte mal, wir könnten... vielleicht könnte einer... Das... Du könntest vielleicht als Zauberer die Kiste, so eine Kiste halten und ich mit der anderen Seite den Pontius. Ja, ja, genau. Irgendwie so müssen wir es machen. Aber jetzt muss ich erstmal hier rauskommen aus der Schlamassel. Hölle. So. So, warte, soll ich den Pontius mal machen? Mir ist egal. Ja, dann mache ich den Pontius. Okay. Ich muss allerdings erst springen und dann erst kann ich das Ding zaubern. Ja, dann springe ich danach. Okay, 1, 2, 3. Ach so, falsche Seite. Was? Huch. Ach geil, jetzt habe ich es festgehalten, weil es nicht weiter kann. Ja, jetzt geht's weiter. Ja, wir kriegen Sinn. Sag mir bloß, wenn du springst. Ich springe jetzt. Jetzt. Sehr gut. Sauber, Rumpel. Ah, Gott sei Dank. So, und jetzt noch das Ding holen hier, oder? Nee, das lassen wir jetzt. Das ist mir zu riskant. Aber hier haben wir ja noch eins. Ja, genau. Was ist da oben? Das Scheiß, das hätte ich vor allen Dingen eben. Ich habe schon 2 Levelpunkte. Ich brauche noch einmal. Ich habe 3 Level. Ich kann theoretisch noch ein bisschen rumleveln hier. Ja, mach doch mal. Was haben wir denn hier? Frostschild. Das muss ich zuerst haben. Dann level ich das mal. Upgrade kaufen. Dann level ich noch hier das Feuerschwert. Und bam, bam, bam. So, ich habe meine ganze Asche verprasst. Nice. Oh, wieder diese Feuersachen da. Warte mal, da schieße ich mal kurz kaputt. Da boah, müssen wir hin, glaube ich. Ja schon gar nicht. Und hier kann ich mal so eine Kiste hinbauen, aber die hält nicht lange. Das ist das was Problem. Was ist denn hier mit diesem Knopf? Ja, der Knopf, ach, der so. Macht so Explosionsfässer. Damit kann man auch irgendwas machen, aber ich bin mir nicht sicher, was das bringt. Ah, das weiß ich natürlich auch nicht. Guck mal, ob man da unten irgendwie noch weiterkommt. Okay. Ah ja, weil man könnte zum Beispiel... Achso, die werden dann ja... gehen kaputt, die Kisten, ne? Wenn man die...
Was ist denn da unten? Steckt, wenn du noch weiter runter gehst, da ist ein so ein Ding noch, ne? Oh. Also ich könnte die Kiste dran stecken, da muss ich nur schnell sein halt, ne? Da muss man sehr schnell sein. Ja, war hier ein Speicherpunkt eigentlich? Nee, ne? Aber ich könnte es mal versuchen. Oh. Ach, du wolltest... Kann man da drauf springen auf das Ding? Ah, oh, shit. Ja, ja, du kannst da drauf springen, kannst du da, aber... Das Ding hier kann ich drauf springen? Ah, oh, ja. Ich schau noch mal. Oh. Wo ist der Speicher? Oh, verdammt, ey. Bist du auch tot? Da steht da mitten in den Stacheln. Nee, du bist nicht tot. Nee, aber gleich, wenn ich mich bewege, bin ich bestimmt tot. Nee, doch nicht. Oh, jetzt darf ich aber gar nichts mehr abkriegen, ey. Kann man da irgendwas machen? Man kann auch oben lang, sehe ich gerade, aber... Oben lang? Das macht denen auch nichts. Dammit. Aber zurück war schwierig, ne? Wir haben hier keinen Speicherpunkt. Oh, müssen wir aber die ganze Sache nochmal neu machen, weil es hier verkacken, oder? Wie ist das? Dammit. Oh, 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 oh. Ah. Mir geht's auch schlecht. Ich versuch's trotzdem nochmal. Na komm schon! Oh Mann! Du bist da als letzter übrig übrigens. Ich weiß nicht, warum diese Fässer da sind, ehrlich gesagt. Die müssen eigentlich auch irgendwas bewirken. Die müssen, also, müssen irgendeinen Grund sonst haben, dass sie nicht dahingestellt, ne? Schub sie mal irgendwie runter, vielleicht kann man den Mechanismus kaputt machen oder so. Das glaube ich zwar nicht, aber. Wäre eine gute Idee, aber. Nee. Die explodieren vor allen Dingen gar nicht, doch. Ah, ich glaube, ich weiß, warum die da sind. Wenn du diesen Explosionspfeil nicht hast und auch nicht das andere Ding gelevelt hast, dann kannst du da weiter, wenn du die Fässer mit dem Pontius darüber teleportierst. Ja, Rumpel, dann berate mich doch mal. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee, ja. Ah, jetzt wirst du auch sterben. Ja. Aber ich habe eine Idee, aber das werden wir dann in der nächsten Folge herausfinden, wenn wir wieder leben. Ich lebe schon wieder. Ja, ich lebe auch. Mir geht es schon viel besser. Ich bin da noch gar nicht tot. Na gut, Leute. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns in 2 Tagen wieder, wenn es wieder heißt Trine 2 mit Sergeant Rumpel und Mad-Eye. Bis dahin. Tschüss.